Heute habe ich ein Interview mit Robert Hoffmann. Ich habe ihn auf Instagram entdeckt, weil er hier auf einmal viel öfters in meiner For You-Page war. Und zwar mit ganz interessanten Inhalten für Unternehmer, aber auch für Angestellte und ganz normale Menschen. Ein Thema habe ich mir rausgepickt bei ihm. Er ist Immobilieninvestor und fokussiert sich hier auf ganz kleine Objekte. Und in diesem Interview habe ich ihn noch dazu gebracht, dass wir nicht nur darüber sprechen, sondern wir ganz konkret auf ImmoScout auch mal mit seiner Brille draufschauen. Würde er hier so eine Wohnung kaufen? Was würde er damit machen? Viel Spaß im Interview. Robert, vielen Dank für deine Zeit. Aus München nehme ich an. Und ja, genau, wir wollen jetzt mal vielleicht in einem interaktiven Beispiel auch uns das anschauen zu deiner Strategie. Vielleicht mal kurz zu dir. Wer bist du? Was machst du sonst so, wenn du nicht gerade eine Zimmerwohnung kaufst? Also ich bin Robert. Ich mache Wohnungshandel mit meiner Familie, aber absolut nur nebenbei. Das ist nicht unser Hauptjob. Unser Hauptjob ist es, Bauträger zu sein in München. Wir haben vor 7 Jahren hier eine Bauträgergruppe gestartet im Neubaubereich. Das heißt, ich habe jetzt viel Zeit. Neubau wird nicht mehr verkauft in München. Ja. Das heißt, es geht eher darum, dass wir gerade umfinanzieren oder unsere fertigen Häuser verwalten, als Hausverwalter auch. Und ich mache auf Instagram einen recht großen Blog mittlerweile, der heißt VfS-Verband. Das ist so mein Hauptgeschäft gerade als Unternehmensberater. Aber nebenbei machen wir alle irgendwo, wenn wir ein bisschen Geld verdienen, machen eigentlich alle Immobilien. Ja. Und das muss ja einen Grund haben. Es funktioniert. Funktioniert immer. In jeder Marktphase kann man mit Immobilien Geld verdienen. Ja, darüber wollen wir heute auch so ganz konkret sprechen. Ich habe dein Kurzvideo im Einspieler gezeigt. Das heißt, das ist die Strategie, die du auch selber privat verfolgst. Also du kaufst auch heute noch regelmäßig kleine Wohnungen in München und vermietest sie. Ist das richtig? Ja, man kann das eigentlich gar nicht Strategie nennen. Ja. Strategie wäre etwas anderes. Ich war jetzt am Wochenende bei Oliver Fischer auf seinem Workshop in Bremen. Das war mega fantastisch. Ja. Und der macht eine Strategie. Ja. Der bildet Leute vernünftig aus, wie sie quasi mit kleinen Wohnungen, mit günstigen Wohnungen Geld verdienen, was sie genau machen müssen. Was wir machen hier in München nebenbei, nebenberuflich, ist keine Strategie. Das ist im Endeffekt, kann man zusammenfassen, auf wenige Aspekte. Ich suche Wohnungen, die mir persönlich gefallen. Also das dürfen nicht jetzt die schlimmsten Löcher sein, ja, die immer wieder praktisch im Internet vorgestellt werden. Es müssen einfach Wohnungen sein, die ganz okay sind. Ja. Und ich versuche, sie so billig wie möglich zu bekommen. Und sie müssen ein Potenzial haben, dass man sie besser wieder ausstatten, wieder auch entsprechend modernisieren kann. Ja. Und da geht es nur darum, den Mieter glücklich zu machen, dass der vernünftig dort wohnen kann, dass es dem Spaß macht, dass die Ausstattung vernünftig ist. Und dann wartet man. Und wichtig ist nur, dass die im Endeffekt die Miete und die Belastung, die Annuität getragen wird vom Mieter und alles andere entscheidet der Markt und dann bieten wir die regelmäßig am Markt an, um zu schauen, ob der Preis gestiegen ist, ob man jemanden findet, der mehr bezahlt. Das ist es. Es ist keine Strategie dahinter. Es ist wirklich eine nebenberufliche Tätigkeit, aber es ist gewerblich. Es ist gewerblicher Wohnungshandel. Genau, das wäre nämlich auch die Frage. Aber wenn du sagst, oder in dem Video kam rüber quasi die Empfehlung für jemanden, der jetzt noch nicht große Liquidität hat, oder großes Vermögen aufgebaut hat, kann das ein Weg sein. Das heißt, du sagst auch mit Absicht, die Rendite ist besser, je kleiner die Wohnungen sind. Auf jeden Fall. Genau. Das heißt, oder wir wollen das Ganze aus der Sicht des Anfängers jetzt heute auch mal besprechen. Ich habe hier vielleicht 2.500 Nettoeinkommen und 10.000 auf der Seite oder 20.000 auf der Seite. Wäre aus deiner Sicht, wie wäre so ein Vorgehen, wie so eine Person sich quasi vorbereiten könnte? ImmoScout einfach mal recherchieren. Was sind so die Dinge, auf die du achten würdest? Also generell ist es so, dass man eigentlich eine Wohnungsgröße erstmal bestimmen muss, was man suchen möchte. Ja. Und ich finde, die ideale Wohnungsgröße liegt bei genau 30 Quadratmetern. Das ist das, was wir im Neubaubereich in München selber bauen für Kapitalanleger. 30 Quadratmeter deshalb, weil das für mich die Zielgruppe ist, die am meisten Geld pro Quadratmeter ausgeben möchte, also auszugeben bereit ist. Das heißt, es kommt selbst bei absurden Mieten im Neubaubereich von 40 bis 50 Euro pro Quadratmeter, kommt trotzdem eine nicht allzu große Summe monatlich heraus, also sprich 1.200 bis 1.500 Euro. Das ist das, was sich alle Leute in München eigentlich gut leisten können, die eine Wohnung für sich suchen. Ja. Das heißt, das ist eine Zielgruppe, die erreichbar ist, die auch jetzt
ohne Ende boomt in München, ja. Und wenn ich unter 30 Quadratmeter gehe, was eigentlich noch sinnvoller wäre, dann habe ich das Problem der Finanzierbarkeit. Das heißt, die Banken bewerten eine 30 Quadratmeter Wohnung, das ist eine Zweizimmerwohnung, die kann man als Zweizimmerwohnung oder Einzimmerwohnung gut verkaufen, gut auch finanzieren. Das ist eine völlig normale Wohnung, das ist für jede Bank total verständlich. Aber wenn ich unter diese 30 Quadratmeter gehe, finde ich immer mehr Banken in der Auswahl. Und es gibt Leute, die kaufen alles, also auch 17 Quadratmeter Wohnungen, das funktioniert. Das ist eigentlich genial, die Rendite. Das Problem ist nur, dass die meisten es nicht finanzieren werden können, weil es für die Bank keine wertige Wohnung mehr ist. Ja. Das ist das Problem. Okay. Und dann angenommen, man stellt die Suchfilter auf diese Größen ein. Ja. Was sind andere Faktoren? Du suchst für dich quasi ausschließlich in München, weil du dort lebst, dich auskennst. Ist blöd. Also München ist der schlechteste Markt, ja, weil er einfach immer völlig überteuert ist, ja. Und deshalb ist es sehr zu empfehlen, dass alles zu machen außerhalb von München, nicht in München zu machen, ist viel sinnvoller. Wir machen es halt hier, wenn wir uns halt hier am besten auskennen, die der Straße kennen, am besten einschätzen. Und ich kann halt sofort einschätzen, welche Miete ich erzielen werde, perspektivisch in einer Wohnung in einer bestimmten Lage. Ich kann das sofort einschätzen, ja. Und nochmal kurz noch auf die 30 Quadratmeter zu gehen. Jeder Quadratmeter größer ist schlechter, denn die Zielgruppe bleibt immer die gleiche. Das heißt, wenn ich jetzt jemanden habe, der zwischen 30 oder zwischen 25 bis 38 Quadratmeter eine Wohnung sucht, ja, das ist immer die gleiche Zielgruppe und der zahlt nicht mehr. Das heißt, wenn ich jetzt eine Wohnung habe, die 3 Quadratmeter größer ist, ja, habe ich nicht 3 Quadratmeter mehr Miete. Ich habe einfach nur weniger Rendite. Das ist die gleiche Zielgruppe. Und generell vom Vorgehen her, es ist wirklich keine Strategie bei mir dahinter. Ich schaue mir ImmoScout durch und sehe Wohnungen, die mir gefallen und nicht gefallen. Natürlich schaue ich den Preis so günstig wie möglich und dann schaue ich hin. Und wir haben natürlich immer Kontoauszüge dabei, dass wir schnell sagen können, wir können es kaufen, wenn uns das interessiert. Aber aktuell kannst du verhandeln. Es gibt nicht so viel, nicht so viel Nachfrage. Du kannst den Preis drücken, du kannst es in die Länge ziehen, du kannst mehrere Objekte miteinander vergleichen. Es ist ein relativ entspannter Markt zum Kaufen gerade. Und die besten Wohnungen sind ohnehin immer sofort weg. Also das hat sich heute auch nicht geändert. Läppchen, sage ich mal. Die sind sowieso weg. Es sind normale Wohnungen, die wir kaufen. Ja, und was muss eine Wohnung haben, dass sie dir gefällt? Du hast angesprochen, du schaust, ob sie dir gefällt. Es ist wahrscheinlich nicht die Wandfarbe oder Ähnliches, sondern was sind die Kriterien, dass du sagst, ja, ist für dich interessant. Das Wichtigste ist natürlich Preis, also Verhältnis Preis zu Größe, das ist das alles Entscheidende. Und dann geht es auch darum, wie alt ist das Haus, ja. Das heißt, man sollte keinen Schrott kaufen, ja. Man sollte aber auch nichts Neues kaufen. Wohnungen aus den, sag ich mal, Anfang der 80er Jahre sind ziemlich super, weil sie einfach noch nicht so kaputt sind, aber auch noch nicht so alt, also nicht so alt sind, aber schon deutlich alt genug sind, dass der Preis schon deutlich, also schon unter Druck geraten ist. Ja, es ist keine Neubauwohnung mehr. Aber das ist sehr, sehr, also das kann man nicht pauschalisieren. Es gibt Objekte, die sind auch sehr alt, sehr, sehr schön, ja. Kann man nicht pauschal sagen, aber generell geht es darum, man muss sich wohlfühlen. Also die einzige Aussage ist, kann man sich als Mieter, nicht als Eigentümer, als Mieter in der Wohnung wohlfühlen? Bietet sie etwas, ja? Hat sie schönes Licht? Ist die Raumaufteilung sinnvoll, was bei kleinen Wohnungen meistens der Fall ist, ja? Ist ja nicht meistens nur ein Zimmer oder mit einer abgetrennten Wand, ja? Oder ist ein Balkon dabei? Balkon wäre natürlich fantastisch, ja? Weil dann erhöhst du vielleicht mal die Zielgruppe der möglichen Mietinteressenten erheblich. Aber du kannst auch Wohnungen ohne Balkon vermieten. Also ist egal, aber natürlich verbessert das Ganze. Ja. Dachgeschoss, hast du unbezahlte Schrägen dabei, ist auch im Endeffekt besser, auch wenn es im Sommer meistens total heiß ist. Aber es ist nicht relevant. Die Leute wollen einfach möglichst viel Fläche dann haben für den gleichen Preis. Ja. Also das sind so Kriterien. Also im Endeffekt das Wichtigste ist eigentlich Licht. Du gehst rein in deine Wohnung, ja. Wie ist dein erster Eindruck? Fühlst du dich da wohl? Oder könntest du dir vorstellen, sich wohl zu fühlen? Es ist eine sehr emotionale Entscheidung. Okay. Die Zielgruppe, von der du sprichst, also die Mieter, wer ist das typischerweise für diese kleinen Wohnungen in einer Großstadt wie München oder Stuttgart, was wir uns gleich noch anschauen möchten? Genau. Also im Neubaubereich, wir machen jetzt ja auch spezialisiert auf 30 Quadratmeter Neubauwohnungen, wo wir immer wieder 20, 30 Wohnungen pro Haus fertigstellen. Und da ist die Zielgruppe ganz klar, das sind Expats. Das sind also ausländische Fachkräfte, die nach Deutschland kommen, von sehr, sehr bekannten, sehr großen, meistens Tech-Unternehmen in München. Und die suchen einfach schnell eine Wohnung. Und diese Wohnung, die wir anbieten, bieten alles Full Service, also alles mit dabei. Man kann einziehen, wenn es ready to live, ja. Und so kann man ja auch die Wohnungen herstellen oder ausstatten, die wir bieten. Das ist das gleiche Konzept, dann eben nur eine Wohnung pro Haus zum Beispiel, aber es sind Leute, die einfach keinen Trouble haben möchten, die auf der Überholspur, auf der Fastlane sofort eine Wohnung brauchen, ja. Und je größer der Preis ist, je höher der Preis ist, desto weniger Interessenten gibt es, desto leichter ist es für die, eine Wohnung zu finden. Das ist das ganze Geschäftsmodell von kleinen Wohnungen, also von hochwertigen kleinen Wohnungen. Das ist es.
Endeffekt. Also die Zielgruppe sind möglichst ausländische Kräfte, die meistens auch nur Englisch sprechen, ja, die gerade nach Norddeutschland gekommen sind, sich nicht gut auskennen. Das ist die ideale Zielgruppe. Machen auch weniger. Ja, auch interessant, da kann ich dich vielleicht nachher auch noch connecten mit einem Kontakt, der mir gerade einfällt. Der hat nämlich das Gleiche so für sich aufgebaut. Den habe ich auch im Rente mit 40 Buch interviewt. Er kam so quasi zu seinem Vermögen, nur Vermietung an Expats. Und wenn man sich jetzt die Wohnung, also wir schauen uns gleich mal ImmoScout, hast du netterweise zugestimmt für Stuttgart an. Nur mal beispielhaft. Was ist so das normale Vorgehen für diese Wohnung? Also für dich ist also Licht so, man muss sich wohlfühlen, aber du hast wahrscheinlich in deinem Kopf schon, wie sieht die ein bisschen renoviert oder schick Ja, aus? klar, Das heißt, klar. genau, die darf ruhig ranzig aussehen, aber was sind so die typischen Maßnahmen, die du durchführst bei einer Wohnung? Bietest du sie nachher komplett möbliert zur Vermietung an zum Beispiel oder machst du die einmal neu streichen? Sind so typische Genau. Maßnahmen, bevor du sie Man kann vermieten es ganz einfach sagen, ja, die Wohnung muss wohlfühlen, man muss sich wohlfühlen. Man kann nicht pauschal sagen, dass jeder Boden oder jede Wand oder jede Küche nicht mehr funktioniert. Das kann man nicht pauschal sagen. Es muss einfach wieder zum Wohlfühlen kommen. Wenn es ranzig aussieht, dann muss man die Ranzigkeit rausbekommen. Das ist meistens Austausch des Teppichbodens, was gar nicht geht. Es muss mhm. Laminat oder Parkett rein, ja, oder PVC oder sowas, ja. Das ist alles okay. Und du musst es halt optisch herrichten und die Möbel müssen drin sein. Es muss komplett ausgestattet sein. Eine Küche drin, Möbel sein, nicht zu alt sein. Das kostet aber nicht viel Geld, ja. Also wenn wir im Neubaubereich wohnen, dann komplett möblieren, komplett neue Möbel, die für uns maßgefertigt werden, liegen wir bei etwa 12.000 bis 15.000 € Kosten. Also es ist nicht viel notwendig. Und da ist ja nicht alles notwendig zum Austauschen, sondern nur ein Teil tauschst du aus. Ja? Und dann renovierst du noch ein bisschen. Aber das Wichtige ist, du musst Potenzial lassen für einen Käufer. Im Endeffekt, für den Workshop-Teilnehmer von Oliver Fischer muss die Wohnung noch schlecht genug sein. So kann man es vielleicht sagen, ja. Jemand, der das kauft, sind in der Regel keine Selbstnutzer. Das sind Leute, die auch wieder Kapitalleger sind, die praktisch Wohnungen suchen, die etwas schöner sind, ja. Und die brauchen immer noch vom Auge her, da ist Potenzial, da kann ich noch Geld reinstecken, da kann ich was investieren, um sie perfekt zu machen. Die wollen sich mal perfekt machen, ja. Und die wollen sie nicht perfekt machen, die wollen sie nur wohnlich machen. Das ist alles. Mehr muss es nicht sein. Das heißt aber, das Ziel ist schon der Weiterverkauf mit Gewinn nach einer gewissen Zeit und nicht eine Genau. lebenslange Nein, das bringt Vermietung. gar nichts. Ja. Also ich finde, man sollte davon wegkommen, dass man kleine Wohnungen oder generell Immobilien als passives Einkommen sieht. Das ist unrealistisch meistens. Ja. Das ist etwas für Profis, das ist sehr schwierig zu erreichen. Denn man muss sich vorstellen, dass man immer unterschätzt, mit welchem Aufwand die Verwaltung von Immobilienvermögen verbunden ist. Ja. Es passieren ständig unvorhergesehene Kosten und Ereignisse und natürlich Trouble mit den Mietern. Also Trouble heißt auch nur Kontakte mit den Mietern, dass irgendwas passiert ist, wo man eben sich dann mit dem austauschen muss. Ja. Und das mal 10 Wohnungen dann zum Beispiel, wird man irgendwann blöd. Ja. Das heißt, es ist immer ein Riesenaufwand. Wir haben es etwas leichter, weil wir eine professionelle Hausverwaltung haben, mit einer professionellen IT-Infrastruktur und angeschlossenen Unternehmern und so weiter. Also im Endeffekt, die Leute, die ich kenne, die das professionell betreiben, auf einem hohen Level, die haben alle professionelle Strukturen im Hintergrund. Ja. Wenn du als Privatmann sagst, ich möchte jetzt ein passives Einkommen mit Wohnungen aufbauen, ja, dann ist das eine Hauptberuflichkeit. Das ist nichts nebenbei, das geht nicht. Ja. Und deshalb ist unsere Strategie, wenn wir das Ganze nebenbei betrachten, als Privatleute sozusagen, ja, wir wollen einfach nur immer mittelfristig die Wohnungen umschichten, weil dann immer schon wieder Wertzuwächse entstanden sind. Das muss ja auch keine realistische Wertzuwächse sein. Das heißt nicht, dass jetzt ein Index am Markt angestiegen ist. Das heißt nur, dass jemand durch den Stachus gelaufen ist, der bereit ist, 50.000 € mehr zu zahlen. Da reicht ja schon einer aus. Ja? Und den gibt es immer, in jeder Marktphase. Muss halt nur warten. Okay, aber das heißt, was man ja immer hört oder wovor die Privatanleger Angst haben, gewerbliche Infizierung und so weiter, ihr würdet es also von Anfang an ein Gewerbe anmelden für gewerblichen Immobilienhandel und Ja, da genau. kauft ihr die Also für Immobilien mich ist ein. das komplett gewerblich, weil ich würde mich niemals, also ich bin Unternehmensberater und Coach, ja, für mich niemals durch gesetzliche Rahmenbedingungen in meiner wirtschaftlichen Entfaltung in irgendeiner Weise einschränken wollen. Und das ist so bei der 10 Jahre Steuerfreiheit. Ich kann nicht viel machen in diesem Zeitraum mit der Immobilie. Das lohnt sich aus meiner Sicht nicht, ja, weil dieser passive Einkommensstrom ist ohnehin nicht mein Ziel. Ich möchte massiv viel Geld mit den Wohnungen verdienen, mit dieser Modifizierung, mit der Skalierbarkeit, ja. Und dafür muss ich sie umschichten. Und dann spielt die. Außerdem, wer sagt denn, dass es 10 Jahre Steuerfreiheit gibt? Das war aber 2 Jahre. Also insofern, ich will mich da auf keinen Fall einschränken lassen wegen irgendeinem steuerlichen Vorteil, auf keinen Fall. Okay, wie würdest du dann sagen, unterscheidet sich das, was du machst, von der klassischen Fix- und Flip-Strategie?
Was sind die Unterschiede, würdest du sagen? Fix und Flip geht schneller. Also die Leute wollen ja flippen. Flippen ist etwas dynamischer. Ja. Das heißt, die haben wirklich die müssen es nicht vermieten. Das heißt, sie möchten eine leere Wohnung haben. Sie möchten die Wohnung kurz herrichten, aber sehr schön herrichten. Die Wohnung schauen neuwertig dann aus, ja. Und da möchten sie für einen maximalen Ertrag das Ganze verkaufen. Und das ist für mich als Privatmann viel zu risikoreich, ja. Denn ich zahle Zinsen, ja. Die Zinsen sind recht hoch momentan wieder. Und also es sind etwas gesunken, aber immer noch ein höheres Niveau als vor ein paar Jahren. Und das heißt, ich habe keine Zeit, lange zu suchen oder lange einen Käufer zu suchen. Also ich möchte nicht einen Druck haben. Ich habe gar keine Lust, mich damit nebenberuflich zu beschäftigen, einen Druck zu haben, das verkaufen zu müssen. Deshalb vermiete ich es erstmal. Ich habe dann Zeit, ich bin völlig entspannt. Es wird ja die gesamte Belastung bezahlt, ja. Und dann macht man sich in Ruhe Gedanken, kann ich es jetzt verkaufen? Machen wir mal ein Testinserat, schauen mal, wie jetzt der Markt eben aussieht, ja. Und dann führt man einfach Gespräche. Und das ist eben kein großer Aufwand. Ich möchte den Aufwand vermeiden. Und Fix und Flip ist ein echtes Geschäft, ja. Was ich mache, ist eher Verwaltung von Immobilienvermögen mit einer regelmäßigen Umschichtung, etwa im Schnitt alle 3 Jahre oder so. Das ist eine völlig andere Strategie. Und die Wohnung, die du kaufst, kaufst du die vermietet? Müssen die leer sein? Ist eigentlich egal. Also sowohl als auch. Wenn sie vermietet sind, kann man die Mieten erhöhen, wenn man es entsprechend etwas modernisiert hat. Ja. Man kauft, was man kriegt. Ja. Aber da ist die Wohnung nicht die Verhältnisse um die Wohnung herum. Ich will sie ja letztendlich verkaufen. Ich muss nur sicherstellen, dass der Mieter auch eventuell nach einer Mieterhöhung meine Kosten deckt. Ja. Und den Rest kann ich mit dem Eigenkapital justieren, dass es eben das Verhältnis passt. Dafür ist das Eigenkapital auch gedacht. Ja. Wichtig ist für mich, dass die Wohnung das Potenzial hat, einer Wertsteigerung, dass ich sie verkaufe kann. Letztendlich ist jedes Mietverhältnis kündbar in Deutschland wegen Eigenbedarf. Das heißt, wenn ich dann später den Zielkunden habe, der mir diese Wohnung abkaufen möchte, der kann ja wiederum Eigenbedarf, wenn er das möchte, geltend machen und kann jeden Mieter vor die Tür setzen. Also insofern ist mir das relativ egal. Okay, Und vermieten möchte und ich es ja sowieso. Also wenn ich einen Mieter drin habe, ist es ja nicht verkehrt. Ja, verstanden. Wie sieht deine empfohlene, gerade jetzt auch für Anfänger, Finanzierungsstruktur aus, die du planst? Also wenn jemand sich die kleine Wohnung kauft, der Investmentpunk Gerald Hörhahn mit hässlichen kleinen Löchern empfiehlt, dass man quasi die Kaufnebenkosten Cash mitbringt und noch 10% vom Kaufpreis als Eigenkapital. Was wäre deine Empfehlung Ist oder wie gut. gehst du vor? Das ist eine gute Empfehlung. Wie gesagt, ich setze das EK ein, um die monatliche Belastung auszutarieren. Ja. Ich habe immer bei jeder Wohnung eine unterschiedliche monatliche Belastung aufgrund der Rahmenbedingungen, aufgrund der Wertanschätzung der Bank. Ja. Das kann man also nicht pauschal festlegen. Und mein wichtigster Faktor ist, ich möchte, dass die Miete meine Belastungen monatlich deckt. Und den Rest muss ich mit Eigenkapital auffüllen. Das ist es im Endeffekt. Das heißt, ich kann nicht genau sagen, wie viel Prozent das ausmacht. Das ist bei jeder Wohnung verschieden. Aber damit fülle ich praktisch die Belastung auf mit dem Eigenkapital. Und von der Bank her, die meisten, die das ähnlich machen, machen entweder flexible Finanzierung, also am LIBOR orientierte 3 Monatsfinanzierungen, oder machen eine 5 Jahresfinanzierung, wo sie dann den Betrag einkalkulieren müssen für eine Vorfälligkeitsentschädigung, wenn sie innerhalb der 3 Jahre bereits verkaufen sollten. Das muss man kalkulieren, das kann man kalkulieren und kann genauso sagen, wie viel Kaufpreis ich erhalten muss in dem Fall. Das ist ja eine gewisse finanzielle Belastung dann, die später beim Verkauf on top gerechnet wird. Okay, verstanden. Aber das heißt, ein gewisser Anteil, also 100% Finanzierung zum Beispiel, würde nicht vorkommen, sondern. In München sicherlich nicht, weil das ja nicht aufgeht. Dann hätte ich ja eine monatliche Belastung zu tragen. Ja. Die monatliche Belastung sinkt zwar über die Jahre wieder, aber ich möchte ja nicht Geld verlieren mit den Immobilien. Ja. Der zahlt zwar die Immobilien ab, aber ich möchte nichts dazulegen. Das heißt, grundsätzlich ist es darauf ausgelegt, dass man einfach keine monatliche Belastung hat, dass die gesamte Annuität, also Tilgung plus Zinsen, ja, vom Mieter getragen werden kann. Das ist das Entscheidende. Und dann hat man Zeit, dann ist es ja egal, wie lange es dauert. Selbst wenn man es nach 5 Jahren ohne Gewinn verkauft, ist es ja ein Gewinn, weil die Wohnung ja schon wieder abbezahlter ist. Also man hat keine Risiken dabei. Ja, wobei man natürlich die Kaufnebenkosten verbrannt hat bei Kauf der Wohnung. Die Genau. muss das dann mal Ich war gegengerechnet haben. Das ist dann der Startnachteil, den man hat, ja, den muss man rausrechnen. Genau. Also das sozusagen mindestens, aber das stimmt auch nicht so richtig, weil wenn ich jetzt die Wohnung 5 Jahre lang behalten habe und der Mieter zahlt ja seine Miete und damit auch meine Tilgung ab, ja, kann es ja sein, dass es trotzdem schon einen Gewinn darstellt, obwohl ich die Kaufnebenkosten logischerweise verloren habe, wobei die in Bayern nicht so hoch sind. In anderen Bundesländern sind sie viel höher. Genau, weil das, aber jetzt habe ich auch noch mehr verstanden nach Ja. dem Video. Das heißt, weil für mich klang es relativ ernüchternd, wenn ich mir quasi durchrechne, eine Einzimmerwohnung und dann habe ich monatlich vielleicht 100 Euro, die der Mieter tilgt von Ja. meinen
400 Euro und dann brauche ich ja, und ich habe 10.000 Euro Kaufnebenkosten zum Beispiel bei 100.000 Euro kaputt gemacht, dann brauche ich ja erstmal ein ganzes Jahr, dass das wieder drin ist. Nee, Entschuldigung, ich brauche 10 Jahre theoretisch, damit meine 10.000 Euro Kaufnebenkosten wieder eingespielt sind durch den Mieter. Ja. Das heißt, also eigentlich zielt die Strategie null auf Cashflow unterjährig ab, sondern es soll sich decken, sondern nachher ist das Voranschreiten. Ich kann im besten Fall nach 3 Jahren mit 30, 40, 50.000 Euro Gewinn verkaufen. Genau. Ja, es ist keine Strategie dahinter so richtig. Ja. Man muss auch eines beachten, man kann Immobilien als Investment nicht so sachlich durchkalkulieren. Das ist nicht möglich. Ja. Denn wenn man gesichert hat, dass man die monatlichen Belastungen ungefähr durch die Mieter tragen lässt, ja, also auch das Eigenkapital dafür aufgewendet hat, ja, wenn du dann mal anfängst, jedes Jahr einzelne Wohnungen zu kaufen, baust du dir einen gewissen Bestand an Wohnungen auf. Ja. Damit hast du auch eine andere Bonität bei der Bank, damit kannst du auch wieder beleihen für neue Ankäufe, dann sinkt dir dein mögliches Eigenkapital wieder ab, weil du ja schon wieder freigewordene Immobilien hast dafür. Und es gibt immer wieder Ausnahmeimmobilien, die dann sich besonders gut verkaufen lassen. Das weißt du vorher nicht. Ja. Das ist einfach, du weißt, okay, du kannst nichts verlieren, der Markt ist da, Wohnungen werden in den nächsten 10 Jahren dringend benötigt in Ballungsgebieten. So eine lange Zukunftsaussicht hat man auf jeden Fall hier, da kann nicht schief gehen, und in diesem Zeitraum versuchst du sie ab und zu verkaufen, wirst du überrascht sein, wie viele Gewinne damit möglich sind. Das lässt sich aber vorher nicht kalkulieren, aber du kannst auch nichts verlieren. Das Geld, was du eingesetzt hast, ist gut investierst. Hättest du sonst für Autos ausgegeben oder für Urlaub ausgegeben, ja, ist es ganz gut, dass es weg ist. Ja, ja, verstanden, die Zwangssparrate, ja. Genau. Wie siehst du jetzt aktuell die Zeit? Du bist ja jetzt mehrere Jahrzehnte am Immobilienmarkt und in München, was ein bisschen vergleichbar vielleicht ist mit Stuttgart, wo ich lebe. Wie siehst du, also die Preise gehen runter, das sieht man auf ImmoScout oder sonst wo. Nicht mehr. Also ich denke schon, dass die Preise schon wieder anziehen. Das ist ja auch, du musst dir übervorstellen, das habe ich auch jetzt am Wochenende von Oliver Fischer gehört, ja. Du musst diese ganzen pauschalen Trends vergessen, was du in der Presse liest, die Trends, der Wohnungsmarkt ist gesunken, ja, deutschlandweit, ja, für alle Assetklassen, ja. Es geht um deinen Markt, nur um deinen Markt, ja. Dein Markt ist dann möglicherweise in Stuttgart 30 Quadratmeter Wohnungen, die zwischen 15 bis 20 Jahre alt sind. Das ist ein ganz anderer Index, als den du in der Zeitung liest. Die kannst du wahrscheinlich gar nicht herausfinden, ja. Das ist dein Markt, nur um diesen Markt geht es. Und Gerald Hörmann war auch da, ich hatte das Glück, beide zu erleben, gleichzeitig, ja, im Doppelpack gleich, ja. Und der hat geschrien auf der Bühne, das ist einfach so ein geiler Markt aktuell ist, und das kann ich nur so bestätigen. Ja. Es gab selten einen so guten Käufermarkt wie aktuell. Die Werthaltigkeit ist in Ballungsgebieten absolut vorhanden. Solange du eine wirtschaftlich attraktive Region hast, hast du Leute, die hier arbeiten, die viel Geld verdienen, und wir reden über viel Geld. Die durchschnittlichen Mieter unserer 30 Quadratmeter Wohnungen verdienen monatlich 5.000, 6.000 Euro. Ja, das sind wirtschaftlich ganz starke Leute, die einfach nur schnell ankommen möchten, wohnen möchten und für die ersten 2, 3 Jahre eine Wohnung suchen. Ja, fantastisch, kann nicht schief gehen. Und wer ist dann so das typische Käuferklientel, der deine Wohnung nach 3 Jahren kauft? Weil die Expats, deren Werdegang ist wahrscheinlich Leben zur Miete, und irgendwann kaufen sie sich aber nicht eine 30 Quadratmeter Wohnung, sondern eine größere. Häuser zum Beispiel. Wer ist so die Käuferklientel, an die man nachher verkaufen würde, die kleineren Wohnungen? Ich habe keine Einschätzung. Also die Käufer, die wir bislang hatten, die kriege ich in keine Schublade. Würde ich reinpacken. Das sind völlig unterschiedliche Leute, fast immer Kapitalinvestoren, die eben Deal suchen, die Fix und Flip machen möchten, die dann ein Verbesserungspotenzial sehen. Und deshalb muss die Wohnung Potenzial bieten. Man darf nicht zu viel machen. Es muss optisch noch eine alte Wohnung bleiben. Es darf nicht zu gut gemacht sein. Sonst kriege ich Dann sind die Fix und Flippers sind dann weg. Die sagen sich, nee, da ist schon was gemacht worden. Verstanden, okay. Ja. Das heißt, so die vorgelagerte Fix und Flip Immobilie. Nur der Mieter muss sich wohlfühlen. Und das ist ganz anderes, die Aussichten, als ein Investor, der kaufen möchte, der ganz andere Vorstellungen als der Mieter, der einfach nur in Ruhe wohnen möchte. Das ist eine ganz andere Klasse, ist das. Warum ist es für dich so ein großes Ziel, der Mieter muss sich wohlfühlen? Weil sie darf auf keinen Fall leer stehen, nachdem du sie gekauft hast. Oder was ist deine Motivation, dass es für den Mieter perfekt ist? Also rein sachlich betrachtet habe ich mit einem glücklichen Mieter keinen Ärger. Der ist ja happy. Also wenn jetzt alles kaputt ist, ja, habe ich halt jeden Monat Ärger mit ihm. Ja, und mit seinem Anwalt. Soll er nicht sein, ja, soll er Spaß machen.
Also auch philosophisch würde ich nur Geschäfte machen, wo beide Seiten einen guten Ausgleich haben, dass man das machen kann. Und ansonsten, ja, das ist es im Endeffekt. Also ich möchte halt einen hochwertigen, anspruchsvollen, tollen Mieter haben, der über viel Kapital verfügt monatlich, der auch sich die Wohnung gut leisten kann. Aber letztendlich ist es eine teure Miete, die ich aufrufen werde. Immer teurer, Indexmietverträge auch, ja. Und da möchte ich schon jemanden haben, der Ansprüche hat, dass ich auch eine gute Zielgruppe bekomme. Und der hat Ansprüche, also muss das Ganze gut wohnlich sein, ja. So, wenn du dich wohlfühlst in deiner Wohnung, so muss es für den auch ausgestattet sein. Das heißt nicht, dass das alles top saniert sein muss, ja. Der hat andere Ansprüche an die Möblierung, an die Ausstattung, an die Wohnqualität. Es darf nicht müffeln, es darf nicht nass sein. Solche Basics. Es müssen vernünftige Duscharmaturen drin sein, ja, hochwertige. Das sind Dinge, die wichtig sind, aber nicht das Allgemeinbild der Wohnung unbedingt, ja. Das muss nicht so top sein. Okay, beim Stichpunkt Lage, deine Erfahrung, also suchst du zentral München oder auch im Speckgürtel mit guter Anbindung? Was sind da Völlig so die klar. K Kriterien bei der Lage? Spielt einfach überhaupt keine Rolle, die Lage. Du musst dir vorstellen, wenn man Neubau macht, da kennen wir uns halt am besten aus, ja, und ich mache eine 30 Quadratmeter Wohnung im Nullanbindung, also sprich vielleicht ein Bus vor der Tür, das hat man überall, sonst gar nichts, ja, dann bekomme ich diese 45 Euro pro Quadratmeter problemlos für 30 Quadratmeter, wirklich völlig problemlos, ja. Und ich sehe bei den Immobilien, die wir vermieten, die Anbindung wird vom Mieter selber gemacht. Dann stehen davor immer die Carsharing-Autos und die Roller stehen davor. Die Anbindung macht der Mieter heutzutage selber hin, ja. Die Tiefgaragen sind eh alle leer, weil die Leute keine Autos haben, ja, die das mieten, haben fast keine Autos. Absurd, ja, völlig absurd. Wenn ich jetzt aber hingehe zu einer tollen Lage, U-Bahn-Anschluss, ja, dann lohnt sich das nicht. Die ist ja viel zu teuer im Einkauf. Das würde sich nicht lohnen. Ich suche eigentlich speziell Wohnungen mit einer schlechten Anbindung. Weil Wohnungen mit einer U-Bahn-Anbindung, also jetzt wieder 30 Quadratmeter Wohnung, müsste ich vermieten in München für 1800 Euro, dass sich das Ganze lohnt, weil die viel teurer sind. Ist ja viel wert halt. Ja, das ist ja schwierig, das ist ein schwieriger Markt, das würde ich mir nicht antun wollen. Also insofern lieber schlechte Lage, so schlecht wie nur irgendwie möglich. Und in Städten wie München und Stuttgart, wenn wir über diese beiden Städte reden, gibt es ja keine sozial schlechten Lagen, die gibt es überhaupt nicht mehr. Die sind ja alle toll. Es geht nur um die Anbindung und die kann so mies wie möglich sein, das spielt keine Rolle. Dank Carsharing, Car2Go und so weiter, Die Anbindung weiß ich macht man selbst. selber. Es ist wie Telefon, ja. Telefon braucht auch keiner mehr, jeder hat ein Handy. Ja. Die machen sich die Anbindung selber mittlerweile. Und öffentlichen Nahverkehr macht eh keinen Spaß Okay, aber hast du dann ausschließlich Expats? Also ist es richtig eine Spezialisierung als nein, für Expats, sondern es sind auch, aber es aber sind die Quote, also Berufstätige? wir haben, ich sitze gerade in der Musterwohnung, gerade in einem unserer Naja. Häuser. Ja. Und auch hier ist die Mieterstruktur so, dass ich denke, zwei Drittel der Leute sprechen Englisch, also sprich Ausländer, die über Englisch sprechen. Und der Rest sind völlig verteilt Leute, also die halt hier schon länger Zeit wohnen. Aber ich habe eigentlich fast nur zugezogene Leute hier wohnen, auch teilweise Paare, kleine Familien durchaus. Das sind aber die beiden aus dem Raster raus. Also wir vermieten teilweise direkt an Firmen und den Rest halt am normalen Wohnungsmarkt. Und dann nehmen wir halt das, was wir kriegen. Und Leute, die zu uns passen persönlich, die nehmen wir gerne. Aber wir haben schon eine Preishöhe bei Neubau, dass wir nicht eine große Auswahl haben. Das ist ja auch so gewollt. Sonst hätten wir zu niedrige Preise. Also, wir müssen Okay. schon im Mieter auch kämpfen im Neubaubereich. Es ist kein Verteilen. Das ist es auf keinen Fall. Wir müssen schon was machen. Ja. Wenn es für dich okay ist, würde ich jetzt einfach mal live hier den Gerne. Bildschirm teilen und wir schauen Logisch. mal auf ImmoScout hier in Sehr gerne. Stuttgart. Einfach mal Logisch. mit deinen Augen. Ja. Genau. Du müsstest jetzt meinen Bildschirm sehen. Ja, Ich mache sehe dich ich. mal hier rüber. Genau, perfekt. Dann, genau. Ist hier Ja. einmal ImmoScout offen. Ja. Wenn jetzt jemand anfangen Ja. möchte, quasi ähnlich wie du zu handeln, wie sähe der Filter aus? Gibst du schaust bei Wohnfläche eine maximale Ja, Wohnfläche ich würde oder? halt zwischen 25 bis 35 mal suchen oder bis 37 suchen und dann den niedrigsten Preis zuerst anzeigen lassen. Also nicht vom höchsten ausgehen, sondern vom niedrigsten ausgehen. So würde ich anfangen. Genau, und dann sehen schon mal die hässlicheren Häuser. Die mache Tolle ich noch Preise, dazu. 119.000 Euro sehe ich gerade im ersten. Toller Preis. Genau, noch ganz kurz. Aber Genau, von der Entfernung, also wir haben hier Stuttgart plus Umkreis. Wer ich dir, wie weit würdest du gehen wollen? kann es nur für München sagen, ja. In München versuche ich schon in der Stadt zu bleiben, ja. Oder ich habe Städte im Umland, Dachau, Freising, ja, das sind auch Erding, das sind auch tolle Städte, ja. In einem Kuhdorf macht es wenig Sinn. Also ich möchte schon ein urbanes Stadtgebiet haben. Das heißt, die aber nicht vom Umkreis her anschließen, sondern da muss man
außerhalb der Stadt die genaue Lage anschauen, ist das noch urban oder ist das dann ein kleiner Vorort, der keine Bäckerei hat? Ja, das ist es dann nicht. Das geht nicht. Es muss urban sein. Es muss eine Stadt sein. Das ist wichtig. Aber es muss nicht die Stadt sein. Es kann auch eine Stadt außerhalb von Stuttgart sein. In München wäre es eben Freising, Dachau, Erding so. Die Ecke, das würde auch gehen, ohne Probleme. Aber Okay, wir haben es aber auf ein Städte spezialisiert. Also wir Städte, machen ja. es nur in der Stadt, weil nur in der Stadt haben wir die Kenntnisse. Und das ist per se alles hier urban. Und das ist bei Stuttgart, denke ich, das Gleiche. Wenn ich also aus Stuttgart rausgehe, müsste ich mir die Mikrolage vor Ort wirklich anschauen. Okay, ja, verstanden. Und dann wieder in Bezug Brille durch die Zielgruppe, die Ja. arbeiten bei Porsche Bietigheim-Bissing oder Ganz genau. Sitzing. Ganz genau. Okay, dann Ganz machen wir jetzt genau. mal 15 Kilometer, nur mal generell und Sortierung. Ja. Kaufpreis niedrigster zuerst. Ja, genau. Genau. Stammheim Süd, hier haben wir Dinge, Teileigentum, das ist immer speziell und eher nicht. Nee, das ist nicht finanzierbar. Also ich mache nur ganz normales Eigentum, keinen Erbbau, kein Teileigentum. Das ist es alles nicht. Ja, also ganz normales, klassisches, leeres Grundbuch möchte ich haben. Und dann ist es relativ egal. Und das Erste, was ich auch verstehe, die Wohnung darf nicht gestaged aussehen. Ja, weil dann war jemand schon vor mir dran. Die Wohnung muss also nicht so toll präsentiert aussehen. Das ist das wichtigste Kriterium. Okay, verstanden. Ich hatte mir jetzt als Vorbereitung hier was angeschaut, Ja, Zatzenhausen. Zumindest ja. hat es die Kriterien erfüllt, die aber für dich gar keinen sind, nämlich noch U-Bahn-Anbindung, 20 Minuten ins Zentrum. Ja, okay. Also wenn wir jetzt nur mal durchscrollen, was würde dich jetzt hier, wo würdest Ja. du dir mal näher Also reinschauen und warum? 95.000 Euro, 25 Quadratmeter würde ich mir anschauen. Ich kenne die Lage leider nicht, ja, ich weiß nicht, wo das ist, aber ich Ja, kenne die mich gut Lage aus. habe ich dir Okay. vorbereitet, Ach, natürlich. okay. Genau, also ja, Lage Zatzenhausen ist hier, Ja, toll, also der Schatten da, schön. Okay. genau, direkt neben Zuffenhausen, Porsche. Super, ja, Also toll. die Lage ist noch gut, Super, klingt würde ja ich auf toll. jeden Fall sagen. Genau. Ja. Was wären jetzt Dinge, die du dir noch genauer anschauen? Also Baujahr 72, zu alt Grund, oder? ja, es hängt vom Preis ab. Grundriss natürlich, wie die geschnitten ist, ist wichtig. Also der erste Eindruck, ich sehe jetzt nur den Balkon, das verspricht nichts Gutes. Oh ja, gar nicht schlecht, ja. Ist ja schön hell, ja. Küche ist natürlich schrecklich. Müsste man komplett neu machen, müsste man überlegen, ob man die Küche vergrößern kann. Bad muss man einigermaßen neu machen. Aber das ist eine gute Wohnung, also ist nicht schlecht. Also 95.000 Euro, hey, was erwartest du? Das ist echt billig. 95, aber ja. Und das Haus ist schön. Das Haus ist nicht so alt. Okay. Wenn das das Haus ist, ist gut. Standard, Genau. toll. Also standard nicht 95.000 Euro drauf? 95, genau. Vielleicht ein Mieter, der niemals ausziehen wird. Steht da drin, dass es vermietet ist langfristig. Ja, genau. Sowas Ja, kann man genau, das ist ausschließen. der Haken, ja. Vielleicht. Ja, nee, aber steht gar Das war nicht nicht vermietet. drin. Also Es verstehe ich steht nicht den nichts über die Preis. Vermietung drin. Also die müsste Genau. man sich genauer anschauen. Finde ich jetzt unglaublich günstig. Aber wie gesagt, ich kenne den Stuttgarter Markt nicht. Auf Münchner Verhältnisse ist das ein Schnapper, wie Gerald Hirhan sagt, ja. Bietet alles, was man braucht. Die sieht nicht schlimm aus von außen. Innen lässt sich sicherlich das leicht machen. Hat Balkon, ist lichtdurchflutet, das ist das Wichtigste. Richtig lichtdurchflutet. Nähe der Arbeitgeber gelegen. Ja. 95.000 Euro, was willst du? Ist doch toll. Das ist wirklich, also Und ist eher ein Schnäppchen. ja, ich drücke gleich auf PayPal kaufen. Wenn du sagst, hier bei der Küche, also ich habe auch keine Erfahrung mit Immobilien, aber für mich ist immer so komplett unkreativ. Okay, was würdest du hier zum Beispiel machen oder sagen, ist nicht schön, könnte man besser machen? Schrecklich. Wir haben eine Innendesignerin. Ich habe keine Ahnung von Design. Ich würde sicherlich falsch machen. Ja. Wir schicken das unserer Innendesignerin. Die schaut sich den Grundriss an, trifft auch mit uns die Kaufentscheidung, ob das überhaupt möglich ist, da was zu machen. Und die gibt uns dann die Vorgaben, was wir machen sollten. Dann haben wir die Küchenfirma, die das maßgeschneidert herstellt. Aus unserem Neubaubereich hier haben wir halt alle Ressourcen, die wir dafür nutzen können. Und dann haben wir eine schöne Küche, die ganz billig ist, die vielleicht 1.500 Euro kostet oder 2.000 Euro kostet maximal, kostet eine neue Küche. Das ist kein Problem, aber natürlich, ich kann nicht sagen, ich bin nicht kompetent darin, wie ich jetzt dieses Loch da lösen könnte. Das sieht schrecklich aus, natürlich. Okay. Das Bad ist egal, da geht es um die Grundfläche, das kann man da alles machen. Das muss man nicht, also die Fliesen kann man überstreichen, ja, und die Armaturen alle rausreißen, schönen LED-Schrank einlegen, Leitungen möglicherweise legen. Du musst einen E-Check machen, ob das auch alles vernünftig verkabelt ist, dass du kein Risiko später hast, ja. Das machst du in der Regel am Anfang, den E-Check. Ansonsten, ja, ist doch schön. Also schön groß. Es ist größer als unsere Bäder hier in der Neubauhäuser. Ja. Auf jeden Fall. Okay. Schön. Und
Ja, das heißt, was würdest du sagen, wenn jetzt quasi jemand ja, ein bisschen was angespart hat, der muss ja dann aber, also, oder wie viel planst du so im Schnitt für Renovierung von so kleinen Wohnungen auch ein? Womit muss er da rechnen? Du hast natürlich die super. 20, 25.000, 25.000. Wir haben halt den Vorteil, wir können halt andere, unsere Ressourcen der ganzen Handwerker nutzen, die für uns Neubau machen. Ja, wir haben alle Firmen an der Hand. Ja, und die erfolgreichsten Leute, die ich kennengelernt habe, die jetzt auf dem Niveau, was wir uns beide leisten könnten, Wohnungshandel betreiben oder sowas wie Fix und Flip ein bisschen machen, ja, das sind Leute, die einfach über die Kontakte verfügen, sofort die Firmen zu haben, zu sehr guten Preisen reinzugehen, zu renovieren, was eben notwendig ist, sich auch die Möbel am Markt zu kaufen oder ausstatten zu lassen, die haben die ganzen Kontakte. Du kannst jetzt nicht anfangen und ins Möbelhaus gehen, das macht wenig Sinn, ja. Also du musst einfach Kontakte haben, die du aufbaust, aber ich habe das jetzt hier im Leben bei Oliver Fischer gesehen, seine Leute, die er vorgestellt hat, die jetzt seit 2 Jahren das machen, die können das alle schon. Die finden relativ schnell zu den Kontakten und das Aufbauen ist halt eine Tätigkeit, die man erstmal lernen muss. Aber es ist nicht schwierig. Kann jeder. Ja, okay, aber jetzt für den klassischen, der vielleicht angestellt ist und eben nicht hauptberuflich das Ganze machen möchte, wäre trotzdem deine Empfehlung, nebenbei mal nach solchen Wohnungen zu schauen. Der hat natürlich keine Zeit für Kontaktaufbau bei Das Herstellern. muss er einmal machen. Wenn er es nicht macht, ist er blöd, ja, weil er verschenkt dann viel Potenzial, viel Kosten. Das ist so Kernbereich. Ja. Wenn du jetzt nicht sagen möchtest, ich muss jetzt jedes Jahr 2 Wohnungen kaufen, 3 Wohnungen kaufen, dann musst du dich mit diesem Thema selber beschäftigen. Du bist der Unternehmer, es ist gewerblich, es ist keine reine Kapitalanlage, dann wäre es egal. Ja. Das heißt, du musst schon dann trotz deiner Angestellten-Tätigkeit rausgehen, mit Firmen sprechen, Verhandlungen führen. Und das ist so das Wichtigste. Du musst ein Gespür bekommen, welche Preise realistisch sind. Und diese Preise musst du vorgeben. Du musst den Handwerkern sagen, ich möchte diese Renovierungsmaßnahmen, ich zahle genau diesen Betrag. Ja. Kriegst du das hin? Und dann geht es. Die überlegen sich dann, kriegen sie es hin, müssen sie was anderes machen, aber sie denken dann deinen Preis durch, du musst den Preis sagen, du musst die Preise kennen. Das ist das Wichtigste bei der Renovierung. Du musst die Preise kennen. Okay. Also Jetzt nicht noch. Angebote einzuholen, ja, Ja. das geht nicht. Ja. Okay. Hausaufgaben immer zuerst machen. Ja, genau. Robert, jetzt noch mal ein bisschen rausgezoomt. Also super, vielen Dank, super interessant auf Gerne. jeden Fall. Ja. Können sicher viele auch was mitnehmen. Jetzt mal noch rausgezoomt. Du hast ja viele Jahre Erfahrung bei Immobilien als Unternehmensberater, viel gesehen und privater Vermögensaufbau. Die klassische Frage, aber ich kann immer sehr viel Mehrwert draus ziehen. Wenn du heute nochmal starten würdest, du bist jetzt in der Situation, hast einen angestellten Job, 2.500 netto, 10.000, 20.000 Euro angespart. Was wären so deine Schwerpunkte, wo du mit deinem Wissen jetzt irgendwie den Fokus drauf legen würdest? So schnell wie möglich kleine Wohnungen kaufen, so schnell wie möglich. Teilweise kannst du ja auch ohne Kapital finanzieren, indem du einfach für eine höhere Miete von Anfang an sorgst. Ja? Einer hat mir mal erzählt, das habe ich dann auch selber so umgesetzt, ja, sehr, sehr gute Lagen zum Beispiel sind die Nähe von Privatunis. Wenn du also aufs Land gehst, Privatunis sind häufig auf dem Land oder in Städten, die sehr klein sind, ja, da kannst du dich geisteskrank verdienen mit Mieten, weil dann halt die Leute von reichen Familien unterkommen sollen und da geht es nicht mehr um die Höhe der Miete, da geht es darum, dass es schön ist. Wenn du da eine Wohnung kaufst, dann kannst du die wahrscheinlich ohne Eigenkapital finanzieren, weil du halt gleich eine viel höhere Miete verlangen kannst, wenn dir bewusst ist, wer die Zielgruppe darstellt. Ja? Aber generell, wenn ich das nochmal starten würde, so schnell wie möglich die ersten Wohnungen kaufen. Es entwickelt sich, du hast Bonität, du hast Werte, du kannst diese Werte beleihen, du brauchst immer weniger neues Eigenkapital da einzusetzen. Ja? Und die Dinger entwickeln sich fantastisch. Wenn du dann mittelschichtig umschichtest, also mittelfristig umschichtest, ja, wirst du sehr schnell mehr Geld verdienen als bei deiner Geschäftstätigkeit als Angestellte. Und als, ja, das heißt, und also du empfiehlst auch nicht, man braucht ja eine Immobilienhandels GmbH direkt, sondern das könnte man als Privatperson, als einfach Gewerbe anmelden und machen. Also das würde ich nicht machen. Sobald du etwas vorhast, nachhaltig zu betreiben, ist es ein Geschäft, ein Gewerbe. Und das solltest du immer versuchen. Das ist ja Geld, was du nicht brauchst. Ja. Du bist ja in deinem Beispiel Angestellter, gut bezahlter Angestellter, ja. Und dann wäre es ja schlimm, wenn du dann auf die Gewinne private Steuersätze zahlen müsstest. Das würde keinen Spaß machen, ja. Auf jeden Fall in der Körperschaft, also mindestens einfach eine GmbH oder so zu machen, ja. Da gibt es ja ganz viele Rechtsformen, die ich ja auch berate, als Unternehmensberater. Aber Hauptsache, die Gewinne müssen in einer Körperschaft anfallen und dort wieder ausgegeben werden. Du willst ja immer mehr machen mit der Zeit, ja. Und wenn du das Geld erst bei dir privat versteuerst und dann wieder eine neue Wohnung kaufst, dann ist es ja bescheuert. Dann hast du ja
wieder versteuertes Kapital, um wieder was zu machen. Das ist ja nicht der Sinn. Der Sinn ist, es in der Körperschaft zu lassen und damit gesparte Steuern mehr zu machen. Das ist der Sinn. Natürlich. Okay. Robert, ich danke dir. Vielen Dank. Vielleicht nochmal in Zukunft zu anderen Themen. Ich verlinke auf jeden Fall deinen Instagram-Kanal. Dankeschön. Sehr, sehr viel Mehrwert drin. Und ja, bis zum nächsten Mal und danke für deine Zeit. Alles Gute. Tschüss. Ciao. Das war das Interview mit Robert Hoffmann. Kommentier doch gerne mal, like und lass ein Abo da, falls noch nicht geschehen. Was ist deine Strategie? Machst du Immobilien? Hältst du da die Finger von? Und ich verlinke dir jetzt hier noch ein weiteres Interview und zwar mit einem Milliardär, Christian Angermeier. Das Interview war sehr, sehr spannend um das Thema Langlebigkeit. Wir werden heute 120 Neugeborene, mehrere 100 Jahre alt und noch ein paar andere Themen, die wir hier anschneiden, ist hier verlinkt. Viel Spaß.